Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chain Symbol 4. Der Dennis spielt das hier auf dem PC. Ja, gestern wurde ich im Rahmen meines gestrigen Videos in den Kommentaren darauf angesprochen und danach gefragt, ob es denn überhaupt möglich ist oder ob es möglich wäre, den IC auch von einer BR193 Vectron schieben zu lassen, also die Vectron praktisch vom Steuerwagen aus zu steuern. Ich war ein wenig skeptisch, weil ich mir gesagt habe, die 193 ist ja eigentlich nicht als Schiebelok hier tätig, beziehungsweise hier im TSW nicht vorgesehen dafür. Aber ich habe das jetzt mal getestet. Ich habe mir hier mal so einen Zug zusammengestellt im Zugverbandseditor. Ihr seht das. Ich habe da ein paar Railjets dran gehangen. Steuerwagen natürlich IC, anders geht es ja nicht. Und habe mir dann auch hinten, wie gesagt, die 193 Vectron dran gehangen als Schiebelok, ebenfalls im Railjet-Look. Vielleicht seht ihr das, da brauche ich nicht bis hinten laufen. Da steht sie und wie gesagt, wir wollen jetzt mal versuchen und testen, ob das funktioniert, ob wir auch mit dem IC-Steuerwagen die 193 steuern können und dann auch praktisch IC-Leistungen fahren können mit der BR193 als Schublok. Das werden wir jetzt testen. Ich bin selber gespannt, wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt mit euch die Premiere. Und wie gesagt, werden wir mal schauen, ob das überhaupt funktioniert hier, wenn ich die Tür aufkriege. Wenn ich schließen, wir wollen öffnen, genau. So, dann werden wir die Tür wieder schließen. Fahrgäste wollen wir hier erstmal keine aufnehmen. Wollen hier einfach nur mal versuchen, ob das funktioniert. Schauen wir mal kurz nach den Schlussleuchten, beziehungsweise nach den die sind ein. Gut, dann können wir die Klappe wieder schließen. Die Tür machen wir auch zu. So, dann funktioniert das genau wie jetzt. Das machen wir einfach mal. Ja, ungefähr haben wir jetzt die gleiche Länge. Ich habe ungefähr die gleiche Länge. Machen wir das mal. Auf jeden Fall brauchen wir hier die 9. Hier brauchen wir die 6. Da brauchen wir die 0. Hier brauchen wir die 2, 2. Und hier müssen wir auch 200 machen, weil wir haben ja keine Diesel-Lok vorne hinten dran, sondern eine. Ach, das hätte ich eigentlich auch. So. Genau, das müssten jetzt eigentlich die Daten sein. Da senden wir das. Da müssen wir auch gleich eine PZB-Zugart von 85 haben, wenn wir das gleich alles einstellen. Dann setzen wir uns mal hin. Genau. Den machen wir so. Genau, jetzt haben wir, es leuchtet die 85 auf. Das heißt, wir haben die richtige Zugart. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist die SIFA aktivieren. Können wir mal kurz schauen, ob das schon der Fall ist. Die ist aktiviert. Hier ist die, glaube ich, öffnen, die ist auf ein, steht hier ein aus, also das ist die SIFA ist aktiviert. Die Zugspitzensignale müssen wir auf jeden Fall auf weiß machen. So, genau. Warum du sollst das? So, dann setzen wir uns wieder. Dann sind wir eigentlich soweit fertig. Können hier noch die Zugdaten eingeben? 2024 habe ich jetzt einfach mal Spaß genommen. Spielt ja an sich auch eigentlich keine Rolle. So, 20, 24, dann gehen wir auf E, dann ist die Zahl hier oben angegeben, dann drücken wir noch auf die 5, auf Anmelden und dann werden unsere Zugdaten werden angemeldet. Anmeldung ist erfolgt, dann haben wir das auch erledigt. Ja, dann sind wir doch eigentlich abfahrbereit. Der machen wir offen. Wir lösen die Bremse. Das ist soweit. Radschlupfbremse, Zugbeleuchtung machen wir noch auf ein. Das lassen wir, das machen wir noch auf ein. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns nur noch eine Route legen, dann können wir versuchen, ob wir losfahren können. Das wäre jetzt echt der Wahnsinn, wenn wir hier wirklich mit dem IC, mit der BR193 als Schiebelok, das wäre jetzt echt, das würde noch viel mehr Möglichkeiten eröffnen. Wenn dann bis zum Ende. Kann natürlich sein, dass er jetzt hier neben uns erst Ausfahrt hat, was ich. Nee, wir dürfen. Dann bin ich gespannt. Dann bin ich jetzt wirklich gespannt. Ach. So.
Du musst leider warten, wir haben Prero. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert jetzt. Ich bin echt gespannt. Und ihr seid dabei. So, auf geht's. Wir fahren, Leute. Es funktioniert. Es funktioniert. Ist ja der Hammer. Wir können die 193 als Schiebelok einsetzen. Das ist ja Wahnsinn. Das gibt's doch gar nicht. Das ist brutal. Wie geil ist das bitte? Das ist ja saugeil. Das ist ja richtig geil. Oh, wie schön. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Richtig schön. Richtig schön. Die hat, das Einzige, was sie nicht hat, ist Schlussleuchten. Aber da sehe ich jetzt mal drüber weg. Die kann man, glaube ich, gar nicht einstellen bei der. Das weiß ich jetzt nicht. Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Aber wir fahren. Das ist der Punkt. Wir fahren. Mit der 193 als Schiebelok. Das ist ja saugeil. Das ist ja wirklich saugeil. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber das scheint wirklich zu funktionieren. So, wir haben nach wie vor eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 45, jetzt nicht mehr. Das dürfen wir immerhin gleich schon mal auf 80 aufschalten. Also die Beschränkung hat sich auf 85 jetzt angehoben. Da können wir immerhin schon mal ein bisschen mehr aufschalten. Aber dass das wirklich funktioniert, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Schon genial, muss ich wirklich sagen. Also, so, jetzt können wir uns auch befreien. Sehr schön. Sichtfahrt drücken. Da haben wir aber jetzt eine schöne Fahrt nach München. Ach, ist das schön, oder? Ist das schön. Oh, nicht zu so schnell. Jetzt dürfen wir schneller werden. Wie geil ist das? Das ist doch wohl richtig geil. Das ist doch wohl saugeil. Ja, und ihr wart dabei. Jetzt fahren wir gleich schön über die Schnellfahrstrecke. Ach, ist das schön. Ist das schön. Ach, mir fällt gerade auf, dass ich die Entfernung gar nicht mal eingestellt habe. Habe ich die tatsächlich hier im HUD ausgestellt? Das wäre jetzt doch blöde. Geschwindigkeitsbegrenzung, Gleisüberwachung, ach, habe ich ausgestellt, Entschuldigung. Das wollte ich natürlich nicht. Kann man das irgendwie abstellen? Ihr wisst, was ich meine. Grenzsignal, Geschwindigkeit, Haltemarkierung, Zielmarkierung aus. Das wollte ich. So. Ich glaube, das ist das Richtige. Ja. Das ist nämlich dieser komische kleine Punkt, der immer in der Luft ist praktisch. Der ist dann jetzt weg. So, jetzt haben wir PZB. Jetzt haben wir PZB. Ach, wie geil. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob jetzt die PZB, ach, die PZB, sage ich schon, die LZB, ob die jetzt auch so funktioniert, wie sie soll. Oder ob wir trotzdem über 150 fahren. Also das ist doch jetzt richtig geil, dass wir mit der 193 als Schiebelok fahren. Das ist doch wohl saugeil. Ach, ist das schön, dass das funktioniert. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Wie gesagt, das mit den Schlussleuchten, das weiß ich leider noch nicht, wie das funktioniert. Aber es ist ja erstmal zweitrangig. Wir fahren, der hat sogar den richtigen Stromabnehmer gehoben. Ach, wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. So, 230 tangiert uns natürlich nicht, weil wir können eh nur 200, weil unsere Lok natürlich auf 200 beschränkt ist von der Geschwindigkeit, von der Höchstgeschwindigkeit, von der maximalen Höchstgeschwindigkeit auf 200 ist sie ja beschränkt. Aber das ist jetzt wirklich saugeil, dass wir hier mit der 193 fahren können. Saugeil. So, jetzt bin ich nur gespannt,
Ob die EZB jetzt wirklich uns unter 150 hält oder ob wir trotzdem schneller fahren, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ob die EZB hier wenigstens funktioniert im Steuerwagen mit der richtigen Lok hinten dran. Aber ich glaube fast, dass das nicht der Fall ist. Nee. Egal, jetzt können wir eh aufschalten, weil wir 230 dürfen. Aber die LZB scheint nicht zu funktionieren im Steuerwagen. Ich weiß nicht, ob das mit der 101 funktioniert, aber mit allen anderen Loks hinten dran scheint das nicht zu funktionieren. Komischerweise. Immerhin hört mir die Siefer. Das ist nämlich ganz wichtig. Also wie gesagt, warum das mit dem Schlussleuchten, das weiß ich noch nicht so genau, warum das so ist. Wow. Aber das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm. So, machen wir noch ein schönes Foto aus dem Fotomodus. Und dann würde ich sagen, ist das doch richtig geil. Machen wir eine schöne IC-Fahrt mit der 193 hinten dran. Das ist doch wirklich richtig schön, würde ich mal sagen. Man könnte jetzt warten, bis, also das wird es bestimmt irgendwann geben. Also so ein, also die Repaints, da werden bestimmt bald Repaints verfügbar sein im Creators Club. Auch für den Steuerwagen, sodass wir den dann wahrscheinlich sogar komplett im Railjet Repaint fahren können. Also mitsamt des Steuerwagens. Würde mich nicht wundern, wenn das jetzt bald schon irgendwann auftaucht. Gestern war Release. Also es wird mit Sicherheit irgendwann jetzt die Tage das eine oder andere Repaint schon auftauchen. Ich bin relativ sicher. War bisher immer so. Aber das freut mich echt, dass das funktioniert. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Weil ja normalerweise die 193 nur als Zuglok für den Güterzugdienst hier vorgesehen ist, offiziell im TSW. Aber wie gesagt, der Zugverbandseditor und so weiter macht es möglich, dass man hier wirklich alles, also wirklich so gut wie alles machen kann, was das Herz begehrt und so auch jetzt zum Beispiel wie in diesem Fall die 193 als Schublock an den IC zu hängen und durch den Steuerwagen zu steuern und damit zu fahren. Also das ist wirklich genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir fahren hier schön über die Schnellfahrstrecke Augsburg-München. Eine der vielen Schnellfahrstrecken hier im TSW. Es gibt ja noch die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. 186 Kilometer pure Raserei, sage ich jetzt mal. Also da kann man wirklich 240, 260, 280 fahren mit dem ICE. Also so gut wie die ganze Strecke lang. Also wenn man wirklich jetzt, sage ich mal, in Würzburg losfährt, den Bahnhofsbereich verlassen hat, dann ist man relativ schnell im LZB-Bereich von 160 km/h und drüber. Und dann braucht man eigentlich nur noch die Hebel auf den Tisch legen und ab und zu die Siefer drücken. Alles andere macht der Zug. Wirklich sehr entspanntes Fahren auf der Strecke, das muss man wirklich sagen. Dann gibt es natürlich noch die Schnellfahrstrecke, wobei das keine reine Schnellfahrstrecke ist, das muss man auch sagen. Köln, Aachen, da kann man auch, da gibt es auch einen Bereich, wo man sehr schnell unterwegs ist, auch so 250 ist, glaube ich, das Maximum auf der Strecke. Mit dem ICE 3 oder auch ICE 1 kann man sich ja dahin spawnen.
Dann gibt es, glaube ich, noch die ausländischen Strecken, zum Beispiel Southeastern High Speed, wo man, glaube ich, auch so an die 300 km/h unterwegs ist. Dann gibt es noch die LGV Mediterran Strecke, also im französischen, in Frankreich. Da ist man, glaube ich, da mit dem LGV unterwegs, auch so an die 320 sogar, an die 320 km/h. Und dann gibt es noch in Amerika die Strecken New York-Trenton zum Beispiel. Da ist man, glaube ich, auch so mit 280, 300, so um den Dreh ist man da, glaube ich, auch unterwegs. Und dann halt hier die Strecke Augsburg-München, wo man auch so, wie ihr seht, ja 230 Maximum dann auch einen sehr großen, auf einem sehr großen Teil der Strecke unterwegs ist. Wenn man erstmal den Bahnhofsbereich und die Weichen und Bereich und so weiter alles verlassen hat und dann sich im LZB-Bereich befindet, dann ist man ziemlich schnell auf die hohen Geschwindigkeiten und ist dann, glaube ich, bis München oder bis kurz vor München-Pasing dann wirklich ununterbrochen hier in der Geschwindigkeit auch unterwegs. Und ja, das sind so jetzt die bekanntesten Schnellfahrstrecken in diesem Spiel. Schauen wir mal, welche Schnellfahrstrecken so in der Zukunft noch sich dazu gesellen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Schnellfahrstrecken ihr euch noch wünscht, welche ihr noch kennt, welche hier noch auf jeden Fall hingehören in dieses Spiel. Dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, welche Ideen ihr da noch habt. So, wer viel redet, muss auch ab und zu seine Stimmbänder ölen in Form von Trinken. Jetzt haben wir gleich die 200 erreicht. Mehr geht natürlich nicht, weil unsere Lok nur 200 km/h fährt und außerdem ist auch die LZB auf 200 beschränkt. Aber das haben wir ja schon gelernt, dass das mit der LZB immer so eine Sache ist hier. Das hat nichts zu sagen. Jetzt fahren wir über 200. Wie schnell können wir fahren? Das würde mich jetzt interessieren. Wie schnell fährt die Lok? Weil wir werden ja von der Lok geschoben. Die gibt ja das Tempo vor. Ist auch so eine Art Geschwindigkeitstest der 193, wenn man so will. Ich hätte das jetzt auch auf der Strecke Kassel-Würzburg testen können. Aber die ist saulang, 86 Kilometer. Da hatte ich jetzt nicht wirklich Spaß dran, um euch das zu zeigen. Das können wir aber auch gerne auch mal irgendwann machen. Richtig schön, richtig schön. Also richtig geil. Nur wie gesagt, das mit den Schlussleuchten. Das müsst ihr, wenn ihr da eine Idee habt, wie das funktioniert, wie man hier die Schlussleuchten anbekommt, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Da wäre ich euch sehr dankbar, weil ich weiß es leider nicht. Also wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Aber so ist das doch wirklich geil. So, wir fahren mittlerweile 220 mit der BR193 Vectra. Müssen gleich abschalten, damit wir die 230 nicht überschreiten. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Auch die Wagen sind ja nur bis 200 zugelassen eigentlich. Aber ich sage ja, in diesem Spiel ist wirklich alles möglich. Das ist der absolute Wahnsinn. km/h mit den IC1 Intercity-Wagen und der BR193 Vectron als Schublock. Schublock
fahren wir 226 km/h. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist der brutale Wahnsinn. So, jetzt geht es noch ein bisschen bergab hier. Könnte noch ein bisschen was dazukommen. Ich sag's ja. 227. Ich muss gleich abschalten. 228. 229. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Das hätte ich so nicht erwartet, absolut nicht. So, jetzt werden wir doch mal ein bisschen eingebremst hier. 200. Die wir sowieso eigentlich nur fahren dürften könnten, weil die Wagen sind nur bis 200 zugelassen, wie gesagt. Und die Lok sowieso, die kann normalerweise bauartbedingt gar nicht schneller fahren, aber naja, ich sag dazu mal gar nichts. Wunderschön, wunderschön. km/h mit dem IC1, das ist der Hammer. So, gleich 160, sagt die LZB. Dürfen wir es nicht verlassen, dass die uns bremst? Da bin ich mir relativ sicher, dass sie das nicht tut. Deshalb müssen wir das gleich tun. Sobald wir das oben rechts im Display, auf dem Streckenmonitor sehen. Weil ich glaube nicht, dass die LZB uns den Gefallen tut. So, die quietschiert Ausfahrt. So, jetzt kommst du in der Zugüberholung. Wunderschön. Wenn wir es doch von der LZB gebremst, sehe ich das richtig? Wie gesagt, ich habe die Bremse nicht an. Ja, ich kann euch das beweisen. Bremse ist Füllstoß 0. Und die Nadel ist hier von der 0 nach links gewichen. Das heißt normalerweise, wir bremsen. Bremst uns jetzt die LZB oder tut sie das nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich verlasse mich da nicht drauf. Ich weiß es nicht. Wenn, tut sie das sehr langsam. Wir sind jetzt bei 176. Ich glaube, ich helfe doch mal ein bisschen nach. Ich glaube, das hätte die LZB nicht geschafft. Ist die LZB zu Ende. Sich abgeschaltet. Das heißt, wir fahren jetzt wieder unter PZB. Also ich weiß nicht, irgendwie hat der Steuerwagen mit der LZB so seine Probleme. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
So, gleich 130. Da sind wir gleich schon im Parsing. So, noch ein bisschen in die Bremse hier. Müssen wir jetzt gleich Pasing erreichen in 1, 2 Kilometern. So, ein bisschen Berg und Tal fahren hier. So, Parsing halten wir nicht. Sehr, sehr schön. Dann sind wir gleich am Hauptbahnhof. Wir können ja dann noch versuchen, wenn das klappt, in die Abstellung zu fahren. Aber wirklich, wirklich richtig schön, dass das funktioniert mit der 193. Das hätte ich jetzt, wie gesagt, so nicht erwartet. So, sollten wir, glaube ich, jetzt langsam mal bremsen. So, das hätten wir jetzt mal geschafft, würde ich sagen.
Dann fahren wir schön geschmeidig in den Hauptbahnhof ein. Sehr, sehr schön. 60, 40, 30 wird das jetzt herabgestuft hier von den Geschwindigkeiten. Ihr seht es dort im Streckenmonitor. Das können wir jetzt fürs Erste befreien. Wird aber nicht lange anhalten. Wie ihr seht, das nächste Hauptsignal zum Quittieren ist bereits im Anmarsch. Und zwar werden wir da auf die 40 hingewiesen. Und das sollen wir auch wahrnehmen, beziehungsweise quittieren, dass wir das wahrgenommen haben. Da werden wir hinbremsen. Aber ihr hört es, sobald ich ein bisschen aufschalte, fängt die 193 auf jeden Fall an zu arbeiten. Also sie ist auf jeden Fall am Arbeiten. Sie schiebt uns, sie gibt auch Leistung. Also das ist wirklich hundertprozentig. So, Gleis 22. Sehr, sehr schön. Da wären wir. Ach ja, sieht doch gut aus. Dann können wir jetzt links die Türen öffnen. So, können hier auf jeden Fall. Haben wir hier Backup-Fahrt? Nein, dann können wir die Bremsen lösen. Das auf neutral. Genau. Wobei, das können wir auch. So. Genau. Da sind wir nämlich hier durch. Weil wir wollen ja eventuell den Zug noch in die Abstellung fahren. Der jetzt die Türen geöffnet. Hat er nicht. Ach. Hat er nicht. Das ist nämlich auch wieder so eine Sache mit den Türen. Ach, guck mal, jetzt hat er Schlussleuchten an. Ach, wie schön. Jetzt hat er sie geöffnet. Sehr gut, dann können wir aussteigen und schon mal vorne in der Lok Platz nehmen. Denn wir wollen ja natürlich noch in die Abstellung fahren.
So. Ach, schön, dass das so funktioniert hat. Das freut mich. Auch schön, dass jetzt der Steuerwagen schon direkt, wenn man den Richtungswender rausnimmt und so weiter, dass er dann schon sofort die Schlussleuchten anmacht. Das finde ich richtig schön. Also das ist, also das Add-on gefällt mir sehr. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, einmal den Stromabnehmer wechseln. Aber das sollte kein Problem sein. Einmal senken und dann wieder neu heben. Da müsste er die richtige Seite heben. Na, das wollte ich jetzt gerade nicht. Genau. Wir setzen uns einmal hin. So. Das auf dunkel. Dann machen wir hier den. Macht trotzdem den falschen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Kann man das irgendwie ändern? Dass man hier irgendwie den Panto ändern kann. Das wäre jetzt noch die Sache, wenn man das irgendwie könnte. LZB, SIFA, PZB, Batterie, Federspeicher, Bremse, Zugspitzensignale, Makrofon. Wahrscheinlich aber wird er das nicht tun, dass wir jetzt hier. Oder wir müssen. Vielleicht. Warte mal, ich versuche mal was. Nee. Egal, dann lassen wir das so. Es scheint es nicht zu machen. Das ist jetzt schade. Vielleicht muss ich auch irgendwas noch beachten hier oder irgendwas drücken. Ich weiß es nicht. Wir schließen auf jeden Fall jetzt die Tür. Wir machen erstmal eine Route, würde ich sagen. Ja, die Lok ist doch falsch rum. Klar, ist als Schublok. Ja, ist egal. Lassen wir das jetzt erstmal so. Route entfernen. Nicht hundertprozentig jetzt, aber wir wollten ja eh, es ging ja erstmal in aller Linie erst immer darum, dass wir die Lok überhaupt dazu bekommen, den Zug zu schieben, und das haben wir geschafft. So, haben wir da wieder irgendwas im Weg? Wahrscheinlich der, der jetzt hier rüberfahren wird. Würde ich jetzt mal tippen, da habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust drauf zu warten. Siehst du, das war's nämlich. Dann schließen wir die Türen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, funktioniert. Ach, das ist ja schön. Sehr gut. Dann bringen wir den Zug jetzt in die Abstellung, würde ich sagen. Muss natürlich noch die Zugspitzensignale einstellen. Zack. Genau. Und dann würde ich sagen, los geht's. Lösen die Bremse. Und dann bringen wir den Zug in die Abstellung. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön.
Richtig schön, dass das funktioniert. Fahren wir jetzt nach München-Leim, Nebengleis. Das ist die Waschstraße. Wunderschön, einfach wunderschön. Und das sind so Dinge, die kann man einfach schön ausprobieren. Im Zugverband sind die Tor. Die Züge zusammenstellen, dann zu Fuß auf die Strecke gehen, Zug spawnen und gucken, ob das alles funktioniert. Und da kommt sowas dabei raus. Einfach traumhaft. So langsam kommen wir auch dahin, wo wir hin wollen. Ach, wir fahren da wieder durchs Zuhe Tor. Ach, das kennen wir ja schon. Ach, das ist so geil. Haha. Das ist auch nur im CSW möglich. Tor aufmachen, Tor aufmachen. Mach das Tor auf. Oh nein, oh Gott. Tja, stehen wir drin in der Halle. Ach, Leute. So, eigentlich können wir ja auch hier stehen bleiben, würde ich sagen, oder? Wir bleiben hier drin stehen. Wobei, ich weiß nicht, ob ich hier aussteigen kann, weil ich ja praktisch in der Halle bin. Das ist das Problem an der Sache. Dann fahren wir doch noch weiter. Wir halten direkt am roten Signal. Da müssen wir aber ordentlich vernünftig anhalten. Wir haben. Oh, das wird knapp.
Ach, seht mal, die DB-Halle. Ach, richtig schön. So, dann ziehen wir hier noch gerade. Da ist das rote Signal. So, damit hätten wir das soweit abgeschlossen. Ist nicht ganz bis da vorne gefahren, aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so tragisch. So, dann würde ich sagen, machen wir das richtig professionell und zwar die Lok hier abrüsten. Genau. Zack, Stromabnehmer ist gesenkt. Dem haben wir Zack. Genau. Ach du Scheiße! Das können wir leider. Die Bremse hält nicht, wenn wir. Das ist der Scheiß hier. Okay, dann lassen wir das so. Sonst rollt uns der Zug weg. Egal, dann müssen wir das halt so lassen. Ja, damit haben wir das hier eigentlich soweit erledigt. Können wir dann noch runter in den, rüber in den Steuerwagen gehen, wenn wir da noch was abrissen müssen. Ach ja, die Lichter sollten wir vielleicht noch ausmachen. Das wäre eine Idee. Zack. Genau. Dann dürften wir hier soweit durch sein. Durch den Maschinenraum können wir ja nicht. So. Das hat soweit funktioniert. Türen sind auch zu. Dann gehen wir in den Steuerwagen. Gucken, ob wir da noch was abrissen müssen. Wobei, kann ich da nicht die Handbremse anziehen? Da müsste der doch eigentlich halten. Versuchen wir das mal. Weil eigentlich im Vorbild ist das ja auch so, dass alles ausgestellt wird und der Zug trotzdem hält. Dann ziehen die ja nämlich die Handbremse an. Müsste es ja hier auch geben. So, gucken, wo ich dich finde. Ob es hier überhaupt gibt, eine Handbremse. Das ist jetzt. Gibt es hier eine Handbremse? Bei der Federspeicherbremse oder sowas muss es ja auch geben. Da. So, die ist, wenn ich die jetzt angelegt habe und das hier ausmache, rollen wir dann. Bis jetzt nicht. Ne, wir rollen nicht. Gut.
wollte doch sagen, der Federspeicherbremse geht das doch. Da sind wir durch, haben wir doch alles abgestellt. Sehr schön. So, dann, wie gesagt, rüber in den Steuerwagen, gucken, ob wir da noch irgendwas abrüsten müssen. Sprich Licht und so weiter. Nicht, dass wir nachher irgendwelche Probleme mit der Batterie haben, das wäre nicht so geil. Wobei, wir haben ja jetzt auch keinen Strom mehr. Strom hat immer gesenkt worden. Wir haben keine Verbindung mehr zum Oberstrom. Das heißt, normalerweise müsste die Lichter aus sein. Aber ich schaue trotzdem mal nach. Schauen wir uns das erstmal von außen an. Siehst du? Das war nämlich klar. So, gehen wir hier kurz schauen. Hier noch irgendwas. Dem müssen wir verriegeln. Das ausmachen, genau. Alles andere haben wir. Bremsen sollten wir anziehen. So, dann dürfen wir hier eigentlich soweit durch sein. So. Dann dürften wir hier eigentlich soweit durch sein. Zur Sicherheit. Nicht Fehler, sondern aus. So. Damit hätten wir, glaube ich, alles gemacht, was wir tun können. Hier noch irgendwas. Ne. Schade, keine Sonnenblende oder sowas. Egal. Aber fällt gerade ein. Das haben wir in der Lok auch gemacht, damit das hier nicht so warm drin wird. Genau. Wunderbar. Dann haben wir das auch gemacht. Es gibt ja nichts Schlimmeres als einen heißen Führerstand. Da fühlt sich wie eine Sauna drin. Tür schließen. Lichter sind auch aus. Sehr gut, dann können wir uns jetzt zu unserer DB-Halle da vorne begeben. Gucken, ob wir nicht überfahren werden. Die müsste ja irgendwo sein. Da vorne sind wir gerade dran vorbeigefahren. Da gehen wir jetzt hin. Der Zug steht da eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Schön auf dem Abstellgleis und kann dann bei Bedarf, wenn der wieder gebraucht wird, aufgerüstet werden und an den Bahnhof gefahren werden. Ja, so in etwa funktioniert das überhaupt hier mit der, also im Prinzip so im realen Bahnalltag. Was mich hier auf jeden Fall sehr gefreut hat, ist, dass wir mit der 193 fahren konnten. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir sehr, sehr gefallen, dass das möglich ist. Guck mal, hier steht noch ein abgestellter ICE 3. Wobei so abgestellt ist der gar nicht, der ist aufgerüstet. Wartet wahrscheinlich noch auf Ausfahrt, auf Genehmigung vom Fahrdienstleiter. Ich für meine Begriffe habe auf jeden Fall Feierabend. Lauf jetzt, wie gesagt, hier zur DB-Halle. Und trinken wir dann, glaube ich, erstmal Kaffee oder sowas. Gute Fahrt, Kollege. Wünsche eine ruhige Schicht. Ist überhaupt jemand drin? Kann man jetzt so auch nicht sehen. Aber wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Wir laufen jetzt hier auf jeden Fall zur DB-Halle. Und machen dann, würde ich sagen, auch Feierabend.
Genau. Ja, das war's auf jeden Fall mit diesem Video, mit diesem Szenario. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Da kommt noch ein Güterzug an. Und wie gesagt, ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Habt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu, bleibt gesund. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wie gesagt, ihr habt jetzt eine weitere Möglichkeit, an Szenarien zu produzieren, zu bilden. Denn auch die 193 ist fähig, den Steuerwagen zu schieben. Beziehungsweise man kann vom Steuerwagen aus die 193 schieben, beziehungsweise steuern. Und das sind doch sehr schöne Möglichkeiten. Ich hoffe, es hat euch alles soweit gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer Denis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.